Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial von mir. Und zwar war die Nachfrage ziemlich groß, wie man denn das Floß baut, das ich in meinem Manta-Tutorial benutzt habe. Und ich habe gedacht, ich zeig euch das jetzt einfach mal. Was ihr braucht, ist klar, als erstes, ihr braucht einen Spot, wo ihr ein bisschen in die Tiefe bauen könnt, so wie hier. Nicht, dass ihr da eine Kollisionsprobleme kriegt. Und ihr braucht natürlich ein Floß. Als erstes würde ich euch immer empfehlen, baut diese Segel, die ihr drauf habt, ab. Das könnt ihr, wenn ihr dazu hinlauft, E gedrückt haltet, kriegt ihr ein Auswahlmenü, so wie hier, und dann könnt ihr hier Hide Sail, zapp, und dann verschwindet das. Als nächstes empfehle ich euch, dafür Metallbauteile zu benutzen. Ihr könnt theoretisch auch Holz benutzen, empfehle ich euch aber nicht, weil vor allem bei den Mantas, die ständig angreifen, wird euch das kaputt gehen, respektive das kann sogar sein, dass der Manta euer Floß versenkt. Deswegen, wie gesagt, empfehle ich euch Metallteile zu benutzen. Und ihr fangt am besten an mit einer Metallfoundation, die ihr bündig hier auf die Ecke setzt. Also wie ihr seht, ich versuche die immer so weit raus wie möglich. Hier geht nicht mehr, dann ein bisschen zurück. Und dann kann ich die hier so 4 Stück sicher, optimalerweise 6. Ja, das klappt jetzt sogar mit 6, wie ihr seht. 6 Stück so hier drauf bauen. Jetzt mal gucken wir hier ins Wasser. Hier ist nichts im Wasser, was ein Problem darstellen könnte. Und was ihr nun tun könnt, ist, ihr könnt nochmal 4 Ceilings, wie wir es kennen, bündig hierhin platzieren. Dann habt ihr schon mal die Deckenfläche. Und was ihr nun machen könnt, ist mit Fenstern hier so die Fenster platzieren. Wie ihr seht, ich halte immer die Leertaste gedrückt, damit ich an der Wasseroberfläche bleibe. Das ist vor allem anfangs fürs Platzieren sehr angenehm. Das funktioniert auch mit allen Tieren, wo ihr schwimmt, also wenn ihr irgendwie von A nach B kommen müsst über eine Wasserfläche und ihr Angst habt, dass das Tier ertrinkt, mit der Leertaste bleibt ihr immer an der Oberfläche. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt mal ein Stockwerk runtergebaut. Ihr braucht sicher 2 Stockwerke, damit ihr genug Platz für die Mantas habt. Und jetzt würde ich gerne hier eine Ceiling hin platzieren. Wie ihr seht, kriege ich aber nur oben einen Snapping Point. Was ich mache, ist, ich setze nochmal eine Wand runter. Das kann auch eine normale Wand sein. Ich benutze Fenster, weil ich die Fensterhaken da zur Hand habe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mit den Ceilings unten durchzubauen. Jetzt besorge ich mir noch die restlichen Ceilings und dann bauen wir doch das Ganze mal aus. So, jetzt haben wir die restlichen Bauteile besorgt. Dann können wir hier 4 Stück unten durchbauen. Und was ich dann mache, um einfach Bauteile zu sparen, ihr habt mit der ba Möglichkeit, die ich euch hier zeige, wir haben hier auf dem Server die Standard-Bauteilbelegung auf den Floßen und Plattformen von Tieren. Deswegen, ihr könnt grundsätzlich größer bauen, als ich hier baue, wenn euch der Server von euch das erlaubt. Mit meiner Methode solltet ihr aber auch beispielsweise auf offiziellen Servern oder so das hinkriegen, weil die Bauteile gleich bleiben. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt dieses Kreuz und ich kann jetzt theoretisch hier die Wand hochziehen oder ich kann hier nochmal Fläche ausbauen und dann anschließend mit Fensterfronten hochziehen, damit das so bündig ist dann. Und was ihr jetzt machen könnt, ihr müsst eigentlich im Prinzip die weiteren Fensterfronten ziehen, damit ihr anschließend dann die Türen oder Tore platzieren könnt. So, jetzt blendet ihr gerade ein bisschen. So, wir haben jetzt rundherum die Fenster gesetzt. Ihr könnt natürlich auch Wände benutzen. Ich empfehle euch aber die Fenster zu nehmen, einfach damit ihr da irgendwo durchfüttern könnt, wenn ihr die Mantas da reingelockt habt. Und nun stellt sich die Frage, wie kann ich die Tore,
also diese Dino-Tore hier drauf platzieren. Wie ihr seht, das funktioniert hier nicht, das ist irgendwie besetzt, klappt nicht. So. Um die Problematik zu lösen, nehme ich Fence Foundation, auch aus Metall, zwei Stück. Und setze die hier auf die Kante, damit ich anschließend das Tor hier snappen lassen kann, wie ihr seht. Zapp, und jetzt passt das bündig und passt auch bündig hier zu den Fenstern und allem. Das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Ich mache immer das Ganze auf zwei Seiten, ebenfalls um Bauteile zu sparen und damit ich einerseits durchschwimmen kann, andererseits kann man das Ganze in der Mitte noch trennen, damit ihr in einem Floß zwei Becken kriegt und somit dann problemlos zwei Mantas im Team zähmen könnt. Dann lohnen sich die Teile auch, die ihr hier verbaut habt. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier die Tore reingesetzt. Jetzt fehlen noch die Türen rein, eine Smithy oben drauf und dann habt ihr soweit die Grundsätze vom Floß fertig. Ihr könnt das so bereits benutzen und einsetzen. Was ich jetzt machen werde, ich werde euch noch zeigen, wie ihr das Ganze noch ausbauen könnt, optimieren könnt, damit ihr eben mehrere Tiere zähmen könnt oder euer Floß ganz sicher ist. Aber grundsätzlich reicht euch der Status Quo, um Mantas mit meinem Floß-Tutorial zähmen zu können. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde hier für, so wie wir es im Video gemacht haben, eine Doppelkammer zu kriegen, trenne ich das jetzt einfach simpel in der Mitte durch, damit ich jetzt zwei separate Räume habe, weil wie ihr seht, so ein halber Floßraum reicht für einen Manta-Rochen beispielsweise mehr als genug. Was ich euch jetzt ebenfalls noch empfehle, ich habe es noch nicht überprüft, ob es wirklich notwendig bleibt, aber es war bei uns auf jeden Fall so, beim ersten Versuch, das Video zu drehen mit unserem Floß, hatten wir das Problem, dass die Mantas unser Floß von unter Wasser zerstören konnten. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr die Mats dazu habt, entsprechend das Ganze noch zu überdachen, respektive zu untermauern. Kann man jetzt sehen, wie man will. Einfach damit ihr zwischen eurem Floß und dem Manta noch eine Stahlsealing habt, dann kann dem sicher nichts passieren. Dann müsst ihr hier nur noch die Türen einsetzen und dann steht euch eigentlich der und der Manta-Jagd nichts mehr im Weg. Ich packe das Ganze jetzt schnell zu meinem ursprünglichen Tutorial-Floß. Wie ihr seht, wenn ihr natürlich im Team unterwegs seid, mit drei fremden Leuten, so wie wir hier das auf dem Server öfters machen, wenn ihr mit eurer Allianz unterwegs seid oder so, empfiehlt sich natürlich, wie man hier auf dem Floß hier sieht, ihr seht, also der Aufbau ist hier auch der gleiche, ich habe das Ganze hier eins schmaler gemacht, weil ich nur drei Ceilings benutzt habe, ihr könnt aber, wie ihr hier drüben seht, auch vier Ceilings benutzen, das spielt in dem Sinn keine Rolle. Was wir hier eben noch gemacht haben, ist, wir haben noch eine Rampe drauf gesetzt, das sind aber alles so eine Smithy, das sind alles so Details, die ihr dann persönlich optimieren könnt. Alles in allem ist das der Trick, wie ich mein Floß gebaut habe. Ihr könnt das im Moment vor allem für die Mantas, theoretisch auch für Itchies benutzen. Bei Itchies braucht ihr die Stahlwände allerdings nicht. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und das war's von mir für heute. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.